Guten Tag und Weidmannsheil. Freitag, der 15. September. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und die Wetterbedingungen haben sich geändert, so wie angekündigt. Gestern fing es an zu regnen, überhaupt keine Brunft, ganz still im Wald bei allen Jägern. Und dafür heute Morgen mit 9 Grad doppelt aktiv. Richtig gute Brunft. Jetzt macht es noch mehr Spaß. Macht ja immer Spaß bei der Brunft. Aber es ist richtig Alarm und alle Jäger haben guten Anblick. Gestern hatten wir Ihnen den Film gezeigt von Reinhold und seinem Hirsch und dem tollen Jagderlebnis. Und aus Zeitgründen haben wir einfach von gestern die Bilder von Heiko und mir nicht reingebracht. Aber wir hatten gestern guten Anblick und das möchten wir Ihnen zeigen. Einmal von der Abend- und von der Frühpirsch von gestern. Bei der Frühpirsch hatten wir gut Rotwild vor an dieser Dickung, aber von der anderen Seite. Auf dem Sandweg haben wir viele Fährten gesehen und im Bestand hat immer wieder ein Hirsch gut gemeldet. Frühzeitig meldet ein Hirsch und wir beschließen, diesen anzugehen. Er zieht langsam von uns weg. Es ist schwierig, leise auf dem trockenen Forstweg zu pirschen. Aber da, Rotwild steht unter den Kiefern. Der Hirsch meldet, aber er ist noch nicht zu sehen. Ah, wir haben ihn übersehen. Da steht er doch hinter den trockenen Ästen. Heiko geht schon in Anschlag und wir sprechen in aller Ruhe den Hirsch an. Wir entscheiden uns, den Hirsch nicht zu erlegen. Irgendwas fehlt uns, irgendwas, was uns den Hinweis gibt, dass der Hirsch alt genug sein könnte. Nun ja, lassen wir ihn ziehen. Das brauchen wir nicht mehr hier zu kommen. Der ist zu jung. Ja. Einfach so. Kapitale Hirsch. Aber der hat Krone gehabt. Oh, Kapital. Wirklich Kapital. Super. Also, war auch eine spannende Jagd. In 3 Jahre kommst du. Spannende Jagd. Sie hat sich halt auch ein bisschen gepumpt. Am nächsten Morgen pirschen wir auf dem sogenannten Pappelweg. Und was ist das denn? Was macht denn dieser junge Hirsch? Der kommt hinter uns her. Für einen jungen Hirsch hat er eine verdammt gute Stimme. Weiter geht's. Auf dem Berg rechts von uns hören wir auch eine gute Stimme. Jetzt sind wir kurz vorm Hirsch, nur noch wenige Meter. Hier ist es überhaupt keine Frage. Der Hirsch ist deutlich zu jung. Klasse Jagd gewesen, wirklich klasse Jagd. Für uns in beiden Fällen, im zweiten, ich glaube bei der Frühpirsch, da sieht man ganz deutlich, dass der Hirsch zu jung ist, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber bei dem ersten Hirsch haben wir schon ein bisschen überlegt, bei der Abendpirsch. Aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass der Hirsch noch zu jung ist.
Naja, und so geht es weiter mit den Pirschgängen und wir werden schon einen alten finden, keine Sorge. Oder einen natürlich mit Abschusskriterien, das geht ja genauso. Apropos alt, gestern hatten wir den Hirsch, beziehungsweise das Jagderlebnis und die Erlegung des Hirsches gezeigt von Reinhold. Und ja, schauen Sie nochmal. Ich bin gestern ja auch drauf eingegangen. Der sieht noch jünger aus als den wir ihn eben gerade gezeigt haben. Und darum haben wir uns eigentlich mal, da haben wir einen Eserschnitt gemacht, haben gesagt, er ist so alt, aber der Hirsch ist schon abgekocht. Und ich freue mich, dass Reinhold jetzt bei uns ist und wir uns den Kiefer doch betrachten können. Reinhold, dein erster Rothirsch, spannende Jagd. Sehr spannend. Man hat es ja auch gesehen, du hast sehr ergriffen. Ja, also wenn man seinen ersten Kapitalen hier strecken darf oder kann, ist das schon eine ergreifende Situation. Und wie gesagt, es war einfach, das ganze Paket war klasse. Ja, ich sag mal, ich kann nicht sagen. Ja, genau, wir haben es ja auch im Video gesehen. Das lief ja schon fast unter der Rubrik kitschig. Nicht? Besser geht's ja gar nicht. Bei dem Licht und dann auf dem Kahlschlag wunderschön. Ja, den Kiefer haben wir hier. Man sieht ganz deutlich, er ist richtig runter. Ja, ganz genau. Also der Zahnabschliff und er wurde jetzt auch, sag ich mal, von mehreren begutachtet. Also er hat gute 11 Jahre ist er und daher. Der Abschuss, also besser kann es gar nicht sein. Völlig korrekt. Und da sieht man es wieder, Bartik hat jetzt gesagt, er kannte den Hirsch. Genau. Macht dir keine Sorgen. Ihr hattet ja auch diskutiert auf dem, beim Ansitz. Dennis, der hinter der Kamera ist, nickt gerade. Es war ja nicht gleich schießen, sondern... Genau. Und Bartik hat gesagt, er kennt den Hirsch, der ist alt genug. Es hat ja eine Weile gedauert. Wir hatten ihn ja gesehen, dann verschwand er wieder und dann auf einmal war er wieder da und... Also hatten wir schon etwas Zeit, ihn auch anzusprechen. Und wie gesagt, Bartsch, da kannte ihn. Und die Bestätigung haben wir jetzt vor uns liegen. Genau. 11 Jahre und. Herrlich. Guck mal vorne auch schon. Soweit alles, runter. Ja, ganz alles runter. Richtig gemacht. So. Soweit. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Was ist denn dann in Schlesien los, frage ich mich, wenn hier die Brunft so gut ist, ob da wohl auch noch weitere Hirsche erlegt worden sind? Und die GVO ist ja unser Hauptsponsor für das Gewinnspiel. Vielleicht haben wir jetzt ja Informationen über den ersten Preis, den die GVO für das Gewinnspiel sponsert. Schauen wir mal nach Schlesien. Guten Morgen wieder aus Schlesien. Schlesien ist nicht im Ausnahmezustand, aber unsere Gruppe ist ein bisschen im Ausnahmezustand. Wie ihr seht, zwei von uns hatten gestern wieder Glück. Das Wildaufkommen ist hier ganz hervorragend. Die Führer bemühen sich sehr. Wir hatten zwar einen Wetterwechsel, trotzdem geht die Brumpf weiter. Bin ich ein bisschen überrascht drüber. Einer von uns, der geschossen hat, hat sogar seinen ersten Hirsch erlegt. Und wir sind im Ausnahmezustand. Übrigens, natürlich gibt es auch wieder was zu gewinnen beim Gewinnspiel. Die GVO stiftet diesmal etwas Besonderes. Kurt, was machen wir? Ja, wir haben uns, wie du schon gesagt hast, was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar die Heim, ihr wisst ja, Heim ist da unser Partner. Die Heim-Bock-Doppelbüchse 26B in 8x57. Wir blenden die gleich mal hier ein. Und dann seht ihr, was für ein tolles Gewehr das ist. Und ich glaube, für die anstehende Jagdsaison ist das doch genau das Richtige, oder? Ja, besonders die viel auf Drückjagd gehen und so weiter, haben wir vielleicht ein Auge für. Also, wir wünschen euch viel Glück dann beim Gewinnspiel und wir werden noch ein bisschen weiterjagen und uns wieder melden. Das Spur aus Schlesien. Das Spur Weidmannsheil. Weidmannsheil nach Schlesien. Auch dort wurde der erste Rothirsch von einem Jäger erlegt. Sicherlich auch dort sehr ergreifend gewesen und ich freue mich, dass ihr so eine tolle Stimmung habt. Genießt es weiter die schöne Zeit und hoffentlich noch tolle Brunfterlebnisse und vielleicht den einen oder anderen Hirsch noch auf der Strecke. Danke auch für diesen wirklich erstklassigen ersten Preis. Eine Doppelbüchse von Heim ist schon was ganz Besonderes. Die Drückjagdsaison steht bevor. Das heißt, Sie haben die Chance, sie zu gewinnen, wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und da frage ich mal Moritz, was hast du denn für einen Hirsch für uns? Dann wollen wir mal wieder Enten zählen. Musik.
interessanter Hirsch. Im Übrigen wurde der in Litauen erlegt. Ja, nun stellt sich die Frage, was ist in Masuren los? Unser Korrespondent Sascha berichtet. Hallo in Waldmannsheil aus Masuren. Wir haben hier nach wie vor herrliches Wetter. Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Wir denken, es ist für die Brumft vielleicht zu warm. Die Hirsche sind anderer Meinung. Die Brumft ist in Gange. Wir hören aus allen Revieren die Erfolge. Aus Noworomuki, aus Olschin, aus Nidjica. Überall, wie gesagt, sind die Jäger erfolgreich. Natürlich sind auch wir hier in der Oberförsterei Schawowo erfolgreich. Und wie gesagt, gestern Abend hatten Lars und Dirk Waldmannsheil. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Schauen Sie hier. Jeleń na rozkładzie. Nochmal kräftig Waldmannsheil an Lars und Dirk, zwei wirklich brave Hirsche, die können sich sehen lassen. Und wie gesagt, die Brumpf geht weiter hier in Masuren und wir werden berichten, was die nächsten Tage so bringen werden. Waldmannsheil. Fast habe ich es vergessen. Gern möchte ich Ihnen auch noch die Eindrücke von heute Morgen zeigen. Es war ein herrlicher Sonnenaufgang. Die Hirsche haben gemeldet. Ich konnte nur einen weit sehen auf über 300 Meter. Ich war noch ein bisschen jung, aber vielleicht können Sie es ja besser auf den Aufnahmen erkennen. Also, viel Vergnügen und bis bald. Waldmannsheil. Schöne Aufnahmen. Klasse, Sascha. Hirsche auf der Strecke, Aufnahmen von dir. Da freue ich mich. Ich bin nämlich nächste Woche in Masuren und werde mit Dennis von dort berichten. Also das ist alles sehr verheißungsvoll für die Jäger, die jetzt auch in der nächsten Woche nach Masuren reisen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nutzen Sie vielleicht die Zeit, falls Sie einen Film nicht gesehen haben, nochmal zurückzuschauen. Denn beim Gewinnspiel müssen Sie ja jede Frage beantworten, sonst wird es nicht reichen, um die Lösung zu finden. Also, schönes Wochenende. Schalten Sie Montag wieder ein. Ich freue mich auf Sie. Waldmannsheil.